Jo, Leute, welcome back zu Satisfactory. Ich dachte mir, ich erforsche ganz fix einmal noch die... Ah, nee, wait, die Gasmaske kann ich ja noch gar nicht erforschen, ne? Doch, können wir sogar schon. Ah, da brauche ich das Plastik für. Okay, ich werde, denke ich mal, erstmal ein bisschen Öl jetzt ranholen. Wir haben ja eine Ölquelle da vorne und ich baue da jetzt erstmal eine schöne Stromleitung hin. Hab ordentlich Stuff mitgenommen und würde sagen, ja, bis gleich. Okay, ich habe jetzt erstmal hier eine Ölpumpe. Ich schließe auch erstmal nur diese eine an. Und mit dem Öl, was sie dann macht, werde ich dann ein bisschen Plastik automatisieren. Und dann mal schauen, wenn ich mehr Öl brauche, kann ich die Mark II Pipelines benutzen. Ich habe jetzt hier erstmal mit Ozean relativ gerade einfach einen Weg rüber gebaut. Also der ist halt basically einmal so zitt hier geradeaus und dann, nee, hier geradeaus, dann mache ich hier ein bisschen Kurve und dann geht das hier runter und bis nach hier und hier haben wir unsere Kohlekraftwerke line, die ist circa hier so. Und dann werde ich hinter den Kohlekraftwerken, das ist noch jede Menge Platz, werde ich in die ganzen Raffinerien und so ein Gedönse bauen. Wir haben jetzt 300 Öl die Minute, das geht jetzt hier rein durch 10 Raffinerien. Die Raffinerien machen jetzt alle etwas Schwerrückstand, also kommen jetzt auf 400 Schwerrückstand und 200 Polymerharz. Und das Zeug verarbeite ich dann noch ein bisschen weiter mit, also das Polymer wird dann mit Wasser zu Gummi verarbeitet und der Schwerrückstand wird mit Wasser zu Treibstoff verarbeitet. Dann kann ich das Treibstoff und das Gummi zu etwas Plastik machen. Das ist zumindest die Idee. Wie genau sich die Zahlen ergeben, muss ich mal schauen, aber ich denke mal, das haut hin. Ja, und da habe ich auch gerade ganz gediegen verkackt, nämlich ist das Rezept für den Mixer und nicht für die Raffinerie. Es gibt halt auch noch so ein Treibstoffrezept. Da muss ich das einfach aus dem Schwerrückstand direkt machen. Mache ich 6 zu 4. Alter, was? Das ist ja insane. Da verdoppel ich das einfach und hier verliere ich sogar noch. Digga, ich sag euch, Mixer ist okay. Okay, dann machen wir das damit ganz easy. Jetzt habe ich schon mal hier 200 Wasser, was hier erstmal lang geht. Hab nochmal eine Brücke hier hochgezogen. Also langsam ziehen wir immer mehr Brücken hier zum Wasserfall hoch. Ich meine, Wasser ist aber eine wichtige Ressource so. Das geht mit dem Polymerharz zusammen hier rein. Und ihr seht, ich habe richtig schöne kleine Technikstraße gemacht. Irgendwie, keine Ahnung, feier ich. Und die Kollegen machen jetzt aus dem Wasser und dem Polymerharz Gummi. So, jetzt müssen wir aus dem Schwerölrückstand. Ah doch, das wird verarbeitet. Nee, warte, was? Ach nee, das wird verarbeitet zu Treibstoff in diesem Raffinerie. Genau, der Treibstoff, der sammelt sich hier unten an. Der ist noch nicht verarbeitet. Und aus diesem Treibstoff muss ich jetzt, glaube ich, Kunststoff machen. Okay, folgendes. Jetzt haben wir hier 200 Plastik die Minute und auch 166 Treibstoff. Also ich könnte jetzt das nochmal umwandeln und dann auch jede Menge Gummi rausmachen. Und dann habe ich keinen Treibstoff mehr übrig. Und ich denke, genau das ist das, was ich auch tun werde. Weil dann wandeln wir 160 Gummi um. Das wird dann so 320 circa sein. Oder ist es zu viel für ein Band, oder? Also ich könnte 135 von dem Treibstoff verwenden. Den restlichen Treibstoff kann ich dann wieder verwenden, um das nochmal rückgängig zu machen. So, okay. Jetzt gehen hier 135 Treibstoff und 135 Plastik rein. Daraus machen wir jetzt 270 Gummi. Wir haben jetzt hier noch 31,6 Treibstoff und 65 Plastik über. So, und das ganze Gummi, also von dem Gummi von den 270, würde ich jetzt noch einmal 31,6 wieder umverarbeiten zu Plastik. Da haben wir den ganzen Treibstoff aufgebraucht und dann mal schauen, wie viel Plastik und Gummi wir am Ende über haben. Und ich muss sagen, das ist zwar eine sehr, sehr, sehr effiziente Methode und es ginge noch effizienter mit dem Mixer, weil dann mache ich halt statt aus 6 4, mache ich aus 6 dann 12 Schwerrückstand. Also würde ich nochmal deutlich, deutlich mehr Treibstoff machen. Das heißt, ich könnte das Ganze am Ende deutlich länger noch fortsetzen. Aber an sich ist die Umwandlung schon extrem effizient. Ich meine, jetzt haben wir 270 Gummi und 65 Plastik und gleich kommt noch ein bisschen mehr Plastik dazu. 900 Megawatt, okay, das ist sehr viel. Ja gut, aber was tut man nicht alles für etwas Effizienz? Ich habe da sogar noch ein kleines Mini-Öllager gemacht, weil... Oh, für schwere Zeiten, ne? Ölpreise gehen hoch, ihr wisst Bescheid. Okay, und damit haben wir jetzt aus 300 Öl 130 Plastik und 240 Gummi gemacht. Und das noch nicht mal mit der maximal effizientesten Way. Also, da könnte man sicher noch einiges mehr rausholen mit dem Mixer, wie gesagt. Problem ist halt Strom. Aber das frisst halt insane viel Strom. Und von den ganzen Kohlekraftwerken, die ich gebaut habe, ist da wahrscheinlich schon die Hälfte alleine beschäftigt, nur die Plastik und Gummi laufen zu halten. Und das ist halt, wie gesagt, nur eine Pipeline. Ich kann da noch zwei, drei weitere, glaube ich, rüberziehen von da vorne, von dem Spot aus. Aber sieht schon fucking nice aus, oder? Ist da vorne, dann geht das hier rüber, wird hier verarbeitet. Da vorne die restlichen Raffinerien. Und naja, hier vorne habe ich noch mehr Platz für noch mehr Raffinerien. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal noch zwei kleine Containerchen machen. Und mit kleinen Containerchen meine ich sehr große Container. Hier nochmal einen Schredder angeschlossen. Heißt, wir machen noch ein bisschen punktlich überschüssiges Plastik. Aktuell ist das Band theoretisch überladen, weil wir natürlich zu viel produzieren. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, dass wir den Großteil oder wahrscheinlich alles von dem Gummi und Plastik hier verarbeiten werden, was wir hier produzieren. Und bevor ich jetzt abendessen gehe, wollte ich noch ganz fix einmal den Quarzbaum erforschen. Beziehungsweise ich snack mir erstmal ein bisschen Quarz und denke, ich werde da noch ein, zwei Sachen wahrscheinlich auch automatisieren müssen. Problem wird halt, will halt eigentlich Ölstrom machen, aber wenn das so weitergeht mit dem Stromverbrauch, dann werde ich erstmal vorher noch ein paar Kohlekraftwerke machen müssen, weil ich...
Wir haben unseren Stromverbrauch irgendwie um 50% erhöht und ich habe nur ein bisschen Plastik und Gummi gemacht. Also, okay, so ich habe mir was gegessen und erforschen jetzt fix einmal die Scherbenstacheln. I guess, dass das jetzt die Schrotze ist. Scherbenstachel hier am Start. Kleiner Test, ich denke mal, ich werde die automatisieren, wenn die so nice sind. So, hier kann man die switchen. Oh ja, das ist gut. Okay, das Fahrtenkreuz ist noch ein bisschen pixelig. Ich denke mal, das wird noch geändert. Aber vielleicht hier irgendwie Aliens. Oh ja. Dich kenne ich doch, den habe ich auch nicht gekillt, glaube ich. Hallo. Komm her. Ach du Scheiße, war das laut. Boah, okay. Also sehr laut, aber effektiv. I guess, ich werde das automatisieren, weil das halt schon deutlich nicer ist als die normale Munition.